So, welcome back zur Join Dota League Division 5, Season 5, Division, ja, Germany 5.2. Schönes Ding, gegen das heißt wie bitte. Im letzten Game wurde das schönes Ding schön gewiped und haben vielleicht in ein oder anderen Augen die, ja, die Permission verloren, Tiny Bus zu spielen. Keine Ahnung, aber eine schöne, starke Performance von das heißt wie bitte im letzten Game. Findest du das auch, Felix? Und was für ein schöner Übergang zu meinem Co-Caster, oder nicht? Ja, hallo zusammen. Ja, in der Tat, schönes Magnus-Spiel von Mysterion auf Seiten von, das heißt, wie bitte? Team, das heißt, wie bitte? Team Hä? Auch wir in diesem Spiel wahrscheinlich wieder Team Hä nennen werden. Ja, und Remake. Okay. Sehr gut. Du Strong. Too strong. Ja, wo waren wir? Genau. Zum einen dieser Wartescreen. Zum anderen kann ich Ihnen schon mal ansagen, ab morgen findet sich auf diesem Stream recht wenig. Ich gucke, dass ich halt irgendwie die nächste Woche noch irgendwie mit Host-Feature dann halt den anderen Stream reinblinge, aber dann werde ich auf Saphira TV casten und auf Saphira TV wird dann auch auf Join Dota dann halt die Casts zu finden sein. Ich und Blacklight werden uns ein bisschen ablenken in Sachen DAC casten. Das wird hauptsächlich nächste Woche stattfinden. Und, naja, es wird halt dann abhängig. Ich nehme an, ihr kennt halt alle Saphira TV. Das ist halt bisher eine Blacklight One-Man-Show gewesen. Jetzt versuchen wir es mal zusammen. Je nachdem, wer euch gefällt. Wenn irgendwas an ist und ihr es gucken wollt, guckt auf Saphira TV. Wenn, naja, wenn halt irgendjemand gerade castet, wo ihr auch viel keinen Bock habt, dann schaltet ihr halt wieder ab. Aber ansonsten, voll unten hier aufsetzt, ist so ein Dota. Und dann, Felix, willst du in die Lobby mal reinkommen? PS? Bin drin. Nee. Nein, du bist nicht in der Lobby drin. Du bist nicht mehr im Channel, oder nicht? Nein, hä? Warte. Sorry. Ja. Wo warst du? Im alten Spiel. Wolltest du nicht, also... Okay. Hast du nicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, nee? Hast du nicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, nee. Naja. ja. Naja, ich habe ja nee gesagt. Ah, okay, okay. Tja, na gut, okay. Aber wie gesagt, Saphira TV demnächst. Und Cast Reno, Dota Reno auch dort zu finden. Und mal schauen, wie die Kumpels von Blacklight so drauf sind alle. Gut, jetzt mit dem ersten Pick, glaube ich, ist es okay. Schönes Termin beginnt mit einem Viper-Ban, wie letztes Game. Das heißt, wir bitte werden mit einem Ex-Ban hinterherlegen, wie letztes Game. Dann werden sie noch einen Trollbahn und dann. Dann wird schönes Ding Tony Wiss spielen. Na, und wieder verlieren. Nein, diesmal nicht. Ex-Ban. Wer hätte es gedacht? Aber ja. Magnus-Ban tatsächlich von DHWB gerade. Auch interessant, aber schönes Ding hier. Stabiler erstmal Ventures-Bild und dann mal schauen. Damit hier nicht gekonter-draftet werden kann. Aber, ja. Schon wieder Daumen hinein. Funktioniert. Ne? Diesmal halt mit dem Troll. Ohne einen Magnus. Aber dann heißt, wir brauchen nur eine andere Initiation. Lässt SD halt noch den Juggernaut drin? Ja, durchaus. Juggernaut-Bench. Das ist eine sehr gute Lane. Besonders halt auch auf Level 1, ne? Juggernaut-Boots first und dann. Mit Magic Missile, Spin tot. Ja. Gut, nicht bei nur Omni-Knight, aber. Ja. Omni-Knight ist ja der klassische Juggernaut-Counter. Deswegen können sie sich überlegen, ob sie den denn hier jetzt picken wollen. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Aber Juggernaut ist auch der klassische Diffusal Blade-Picker, von daher. Es ist halt auch kein Ding. Schön, wenn es Spin halt noch purgen und gut ist. Wir brauchen halt irgendwas, um das Repel zu purgen. Das ist halt Juggernaut ziemlich gut, weil er kann halt das Diffusal Blade ohne große Probleme, ohne große Variation im Item-Bild picken. Was halt auch ein Vorteil ist. Weil so ein Tiny in Diffusal Blade zu picken, ist halt so eine Sache. Macht man nicht gern. Das stimmt. Lass nicht über viel Zeit hier. Ja. New Meta, Venture Spirit Carry. Kann halt auch sein. Wird früher viel gespielt. Hat auch früher schon keinen Sinn gemacht, aber
Haben die früher gespielt oder hat man die früher in Pubs gespielt? Also ja, das hat man halt mal so gespielt, ja. Stimmt, ich kann mich an eine Venture Spirit Havost Carry erinnern. Da war irgendwas. Ich weiß nicht, ob das unfreiwillig war, aber. Das vermutlich. Ich glaube, es war wieder so ein Spiel, wo Navi gesagt hat: Okay, Havost, wir probieren jetzt mal Support mit dir aus und dann Venture Spirit und Easy Carry Venture Spirit Game gewonnen. So, wait. You had one job. Stimmt, es war noch so ein Game, wo er halt irgendwie stand da vorne drin, hat Damage ausgedealt und dann hat einfach sich zurückgeswappt quasi so in Support von hinten einfach raus. Tschup, weg. Ja. Dazzleband für ein schönes Ding. Okay, das ist interessant. Ich dachte eigentlich, dass sie die Dazzle picken wollten. Hat da wieder jemand was geklickt und dachte beim Picken? Nee, eigentlich nicht. Juggernaut Band kommt raus, ja. Aber trotzdem Bristleback als erstes. Bin ich mir nicht so sicher. Also mindestens vom Farmen her lief es halt jetzt das Game halt gar nicht. Und vielleicht liegt es halt einfach am Helden. Oder halt Ronizel ist halt jetzt erst so richtig warm geworden mit dem Held. Hat jetzt vielleicht spielen sie doch jetzt auf Offlane. Wer weiß. Kann jetzt auch wieder ein Offlaner sein, genau. Aber ich glaube, ich habe irgendwo die Aussage gehört, von wegen Bristleback als Carry ist halt irgendwie stärker. Weiß nicht. Aber sind Patch Notes drin? Ja, bestimmt. Hast du nicht gelesen? Nee. Running Gag. Ich bin so ausgelaugt vom ganzen Rennen. Wegen diesem ganzen Running Gag-Gedöns. Ja, schönes Ding, lass dich wieder Zeit. Ich weiß auch nicht, das heißt, wir bitte brauchen halt eine Initiation. Ich weiß nicht, ich würde Pack bannen, glaube ich. Hat im letzten Game gut funktioniert. Ja, wirklich gut. Ja. First Pick, das heißt, wir bitte haben sie hier. Nightstalker, okay. Nightstalker. Okay. Team, hä? Bernd, alles das, was sie im letzten Game wunderbar executed haben, bannt sie selber raus. Jetzt wird es erst richtig interessant. Ja, Line, glaube ich, ist hier noch irgendwo drin. Finde ich immer einen guten Line, werden wir noch sehen. Ansonsten, Void ist noch drin. Zusammen mit Troll eventuell eine Sache. Scarlet Mage. Ja. Ich rechne irgendwie noch ein bisschen mit Void. Also das heißt, wir bitte könnten ihn halt spielen. Du hast halt eine Offlane Void, Chrono Level 6 und halt zündest du halt das Troll-Ulti. Und dann hast du quasi eine Mask of Madness for free und kannst halt den ersten Kill schon holen auf Level 6, ohne dass du irgendwelche Items brauchst. Das ist halt noch so eine Sache, die man halt machen könnte. Aber ansonsten halt vielleicht mehr Richtung Teamfight irgendwas halt haben, irgendwas Großes. Ein Ogre. Also sehr viel für den Troll zu pushen. Ich glaube, da müsste ein schönes Ding jetzt irgendwie in die Richtung, weiß ich nicht. Oh, Void, okay. Ja. Also sie brauchen halt irgendwas, um einen Hero rauszuhalten. Das lässt aber Team, das heißt, wie bitte auch noch die Option, eine Medusa zu spielen in der Mitte offen. Stimmt, auch wieder. Die sowohl vom Troll-Ulti als auch vom Ogre generell ja, und gut profitiert. Ja, natürlich. Ja. Und bisher noch keine wirklichen Diffu-Carrier eigentlich dabei. Du Void musst dir wohl einen Diffu bauen. Ansonsten hätte ich es auch gerne, wenn sie hier noch irgendwas vielleicht mit dem Diffuser Welt picken sollten. In der Mitte ist ja noch drin. Ja, ist in der Mitte. Redman ist dabei. Ja, ich glaube, das wird mit dem Loser. Also das Game wird halt jetzt, kann jetzt lang werden. Ne? Das wird mit Nature's Profit nicht so lang werden, glaube ich. Beziehungsweise wenn es lang wird. Ah, schöner Pick von schönes Ding. Ja gut, Void Scarlet Mage. Aber tatsächlich nicht Void Witch Doctor. Obwohl sie tatsächlich. Oh Gott. Ja, das heißt, wir bitte hatten einen Ogre Magest dann, ne? Das wäre halt ein super Witch-Doctor-Game gewesen hier. Omni Knight Ulti ist nur Physical Damage. Yep. Ja, gut. Dann wäre der Witch-Doctor sogar die bessere Wahl gewesen, ja. Der Witch-Doctor macht auch Physical oder nicht? Witch-Doctor. Magical, oder? Nicht sicher. Ja gut, es ist Spell Immunity, aber das macht... Guck mal grad nach. Das schießt halt durch BKB durch, deshalb ist das halt so eine Sache. Das heißt Physical Damage, okay. Physical. Ja, das ist halt gegen Omni Knight so eine Sache. Ja, nee, dann, das ist klar. Nee, wusste ich jetzt nicht. Bei Nature's Prophet gefällt mir gut, schon relativ lange nicht mehr gesehen. Ja, Prophet... Ist ach, wie halt vorn stark ein Held, finde ich, ist der. Also, ja. Vielleicht nicht mehr so OP wie früher, aber... Ja, zu viel genervt oder nicht. Ist halt jetzt nur ein anderes Meta. Oder eigentlich ein besseres Meta für Profit, weil die Games halt länger werden.
aber halt generell ein super halt versatile Hero und kannst halt reingehen, kannst halt sehr schnell auch bei einer Aggressive Trident halt 4 gegen 3 spielen und sowas. Pickoffs machen. Das ist ein ziemlich geiler Held dafür, wenn er gut benutzt wird. Und davon gehe ich jetzt hier auch mal aus. Das dürfte dann ein Mysterion-Held sein wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Der war doch offlane. Letztens auf der Offlane. Also wir machen Wurz und Omni-Knight Offlane, aber nein, das ist kein Pub-Game. So, das heißt, die Mitte wird noch gepickt. Ja, Prophet, Dang First Mitte, ne? Ist ja auch noch drin, aber... Also wenn... Medusa wird mir gut gefallen. Wird hier ziemlich gut reinpassen. Können aber alles spielen, also. Sie haben genug Push. Hauptsache ist ein Carry. Und so lange wird das Spiel vermutlich auch nicht, dass die Medusa da richtig reinhaut. Reserve time. Ist auch schön, dass das schöne Ding noch nicht die Mitte gepickt hat, deswegen Mind Games. Mind Games. Mind Games. Mind Games. I'm Batman. I'm a Ratman. I'm Ratman. I'm a Ratman. Ratman. Serious. Why I'm so Bulldog serious? Man. Ja, Serious Cast war doch letztes Game, oder nicht? Außerdem hat die Oma ja schon gespielt. Achso, jetzt sollen wir trollen? Jetzt trollen? Also das habe ich so nie gesagt. Ich würde den Twitch-Chat entscheiden lassen. Nee, das ist aber die falsche Antwort gewesen auf die Frage, ne? Wieso? Wenn du fragst, jetzt dürfen wir trollen, muss ich eigentlich sagen, anscheinend tritt die Regelung jetzt sofort in Kraft. Verstehe. Das heißt, wir werden jetzt einen Patch sehen. Mitte. Ist noch frei, oder? Brewmaster. Wow, much cheese. Wir müssen jetzt lange überleben für diese Mitte. Das ist sehr, sehr out of the box. Nicht. Ja, troll. Carry, safe lane carry. Funktioniert auch ziemlich gut. Sie können auch, können Leute je reinnehmen. Nachdem, was schönes Ding jetzt noch pickt, ja noch den Troll in die Mitte schicken. Also ist alles sehr, sehr schön gedraftet hier. Also sie können sehr gut reagieren auf schönes Ding. Kannst du nichts gegen Brewmaster tun. Brewmaster kommt gegen alles klar. Auch gegen eine Viper. Die Viper ist ja gebannt. Weiß nicht, wer ist denn gut gegen Brewmaster in der Mitte? Oh, die. Keine Ahnung, sonst nichts. Brewmaster ist halt so eine starke Mitte einfach. Ist halt vielleicht eine Viper, aber die... Ja. Ist halt auch von Skill abhängig. Das Problem ist halt, alles was Brewmaster kaputt macht, ist halt irgendwie, dass er keinen Mana bekommt oder so. Und das, dann kann sie einfach Troll in die Mitte stellen. Also mir würde jetzt eine OD halt einfallen und das ist halt klassisch dagegen Storm. Sehr knapp für SD. Hat also auch ein bisschen Mobilität. Auch schön. Aber halt, das ist das Problem, wenn Schaffrohr hier einen Blinkdagger bekommt und irgendwo ein Go macht. Clap, Split, Nature's Prophet ist drin und Easy Kills. Das ist ein Mysterion Offlane, ich freue mich drauf. Ja, Prophet Offlane. Mit viel Micro, das ist immer eine coole Sache. Wenn er es schafft, mit den Treants zu pullen, könnte er Minute 2 und ein paar Sekunden könnte schon Level 4 sein. Das habe ich ja schon mehrfach im Pubs gesehen. Bin gespannt, wie er es spielt. Das ist ja die Frage, wie Venge und Skyrift Mage da halt. Also sind halt wirklich scary Supports und die können ihn komplett raushalten. Ja, vor allem, im Prinzip dürfen sie überhaupt nicht in den gegnerischen Dschungel rotieren, zum Beispiel, schönes Ding jetzt, weil der Prophet auf Seiten von Team Hell ist. Mal gespannt. Ja. Keine Pause von SD. Was ist mit Ronny los? Na gut. Vielleicht nur das erste Game. Prophet? Prophet? Clarity? Disconnect. Stream ist gerade ausgegangen und jetzt ist er wieder an. Der Prophet hat aus irgendeinem Grund eine Clarity. Ah! Okay. Warte mal weiter. Ich glaube, die Festplatte auf meinem Server ist vollgelaufen oder irgendwas. Auf jeden Fall ist der Stream gerade ausgegangen. Nee. 30 seconds to battle. Musst du nicht Dinge tun?
Sag, mach mal weiter. Er sieht gerade nichts. Okay. Okay. Wird wieder gesmoked. Jungle wird verteidigt jeweils. Purion konnte ein Ward stellen, aber den Standard-Ward, den man zum Blocken vom Pullcamp benutzt. Teams werden jeweils ihre Rune bekommen. Ich kann 24 Stunden disconnect nehmen. Irgendwie Dinge sind da passiert. Warum geht der Stream jetzt nicht weiter? Na komm. Ach Leute, das ist doch doof jetzt hier. Warum passiert sowas? Nur die Kamera auf Mysterion und dann... Da bleibt mir nicht so viel übrig. Cliff Jungle, oh nein, seriously. Der hat ja gesehen, dass er da gegen die Trailer nichts ausrichten kann. Na ja, gut, okay. Aber das passiert ja, wenn man Teleportation First skillt. Gut, das wird er jetzt nicht dauerhaft tun, das wird er jetzt für ein, zwei Level machen und dann wird er wieder zurückkehren. Ja, klar. In der Zwischenzeit lassen sie halt den Farm für den Carry von schönes Ding oben, das ist dann halt so. Bei ihrer Trailer unten hat der Troll auch alle Zeit der Welt. Da wird das Spiel. Erstmal in der Mitte in der Fokus liegen. Wie so häufig. Okay, wie lange ist scheiße, dann nehmen wir was anderes. Ja, sorry, ich fix das irgendwann. Ich even aktuell alles. Minutenrune wird von Full Spirit secured. Je nachdem, was es ist. Eine Bounty-Rune, schade. Aber Damage-Rune unten. Die sich Omni-Knight wahrscheinlich klauen wird. Rotation vom Scarath-Mage ist in der Mitte. Macht sich auf dem Weg nach unten. Die Supports von schönes Ding sind jetzt in die Mitte rotiert. Versuchen jetzt da einen Pickoff zu kriegen. Aber der Brewmaster spielt das safe an der Stelle. Mhm. Gesmoked. Seiten von schönes Ding. Supports in der Mitte. Warten aber noch. Brewmaster, jetzt müssen sie eigentlich einen Go machen. Schon wie es aussieht. Du machst das Spiel, das da schön safe. Jetzt wird der Go gemacht in der Mitte. Magic Missile kommt raus. Könnte es First Blood sein, aber TP-Rotation kommt schon in die Mitte. Ja. Von dem Omni Knight. Oh, schön. Die Purification ist sehr schön. Aber mit den 50 Charges hat das, glaube ich, eh überlebt. Gute Kommunikation auf Seiten von Team Hell. Können Sie vielleicht versuchen, Sie jetzt für den Offlane Bristleback mal die Engines zu stacken? Wollen aber lieber die 4-Minuten-Runde, so wie es aussieht. Sieht so danach aus. Es wird ein Tod auf der Mentor Spirit. Hauen sie noch nicht mal den Stun. Rogue Magic für. Schade. Schöne Map Awareness von dem Nature's Prophet da. Schon Level 3 und jungelt. Sie abandonen die Safe Lane von schönes Ding, absolut. Dann sollten sie aufhören oben Lane zurückzuhalten, sondern könnten versuchen ein bisschen zu pushen dort.
Ich bin mal gespannt, ob der Nature's Prophet auf eine Midas gehen wird. Pick off Rob's TZ auf der Offlane. Heißt im Net Worth. Roll, jawohl, ganz oben stehen. Sollte? Ja. Aber Oka ist jetzt bald Level 4 und dann wird es ein bisschen eklig für den Offlaner von ein schönes Ding da. In der Mitte sieht es relativ gut aus für Scaredfish, auch wenn der Pickoff in der Mitte nicht funktioniert hat eben. Aber der Brewmaster will eigentlich im Prinzip nur das, was er jetzt gerade gekriegt hat, nämlich sein Level 6. Jetzt noch ein, zwei Last Hits für seinen Blinkdagger und dann wird er wahrscheinlich rotieren. Schönes Ding pullt sogar noch ihre eigene Lane, um die ja nicht zu weit zu nehmen. Sie könnten einen frühen Tower nehmen, vielleicht sogar zwei. Weil Team Herr halt die komplette Offlane abandoned hat. So delayen sie das Spiel natürlich noch mehr. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ob sie jetzt mit einer Haste-Rune auf der Bottom Lane. Auf Level 4 schon wieder mit keinem Point in Azel Goo. Das aber schön sicher da auf der Runde. Das ist Level 5. In der Mitte Proof Split. Reicht das, um Scaredfish da zu töten? Nein. Schönes Ulti auf die Klippe. Rumors ist das sehr low. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht genug Mana auf Seiten von Scaredfish. Versuchen sie, schönes Ding, um die Lane mal ein bisschen zu pushen, um den T1 zu nehmen. Jetzt aber auch Prophet wieder oben. Leider ohne Mana. Supports von Team Hell rotieren jetzt nach oben. So, das wird es aber nicht kurz gewesen sein. Jetzt sollte es wieder gehen. 2 Minuten. Auf. Gut. Was auch immer es war. Schöne Chrono von Void auf der Top-Lane. Top-Lane kommt rein, okay, Monox. Na klar, komm. Reicht aber nicht, um da was zu entscheiden. Kann jetzt schönes Slow EHWB noch irgendwas. Ah, Schlenderman, kommst leider nicht hin, Tango zu benutzen. Ja, stimmt. Schade, er hatte einen Tango. Hatte zwei, hat jetzt eins nach 3 Minuten Überlegen halt gemacht. Stern hat jetzt ein klitzekleines Problem. Bash, immer noch kein Bash, immer noch kein Bash. Jetzt ein Bash, okay. Oh, natürlich. Ja, Bash ist einfach zu wenig. Okay. Ja. Schöner Kill. Ich dachte irgendwie, dass der Storm... Spinner kriegt ja den Doppelkill. Ja, das sind früh mal Boots, ne? Denke ich auch. Ja, da waren sie ein bisschen greedy oben. Vor allem der Nature's Prophet oben. Ja, ich muss noch erst reinkommen. Um irgendwie zu gucken, was überhaupt hier abgeht. Ein schönes Ding wird jetzt auf jeden Fall den Tower oben nehmen und kann eigentlich sogar weitergehen. Der Nature's Prophet wollte auf eine Midas gehen, die jetzt wiederum delayed wird, ein bisschen. Mhm. Aber ja, sie versuchen jetzt den T1 in der Mitte zu traden dafür. Könnte ihnen auch gelingen. Das Problem ist halt beim Prophet tatsächlich, dass das Ding Midas first ist halt eine schlechte Sache. Eigentlich sollte man trotzdem Bottomlane. Und das ist TZ geht down. Sollte man eigentlich vorher Facebook machen. Aber jetzt wird hier ein bisschen, das Repel ein bisschen zu spät, aber nein. Schön gerettet. Omnin hat erst Level 3. Tja. Arme Supportzeit, ne? Musste sehr viel rotieren. Musst halt rotieren, einen retten und dann ist halt an der Stelle passiert halt nichts. Das ist so das Problem mit Omnin halt. Du rettest halt nur Leute. Bei der ist halt ähnlich, nur da hast du noch offensive Abilities.
Brewmaster kriegt jetzt die Bounty-Rune Bottom. Spart jetzt auch seinen Blink-Dagger. Rogue-Mager versucht verzweifelt Level 6 zu werden. Wird aber kein XP gelassen. Der Troll spielt nicht mit aktuell und farmt sich die Seele aus dem Leib. Naja. Hat jetzt auch schon den Dominator. Spielt das schön safe da. Das geht nicht glücklich auf zu werden. Justin haben noch den Ward und haben den Dominator. Den Nosebird gesehen. Bitte? Ich dachte, er benutzt den Dominator unten. Baron. Seid in einem großen Camp. Könnte schon den Dominator holen, mal Engines decken. Hat er noch keinen Creep Camp. Könnte hier so einen Centaur nehmen und damit fighten. So, aktuell ist er leider kein Mana. Ja. Void geht auf eine Midas. Midas und Mask of Madness wieder. Erstmal Solo Kill auf den Omni Knight hier. Knapp tatsächlich. Riskante Rotation von dem Midas Prophet jetzt. Ah, ja. Midas sollte man dann noch benutzen. Ja, da kann man jetzt nicht so einfach dran. Er hatte kein Mana-Pool. Tatsächlich zurück zu Well. Ja, Faceboost glaube ich ist noch besser, weil dann kannst du halt auch Last hitten. Jetzt ist es halt. Hast du halt wirklich nur das Midas und das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, es war eine Aussage von Bulldog, dass halt niemals Midas First geht, sondern immer Faceboots First oder Power Jets First oder irgendwas anderes. Bulldog macht aber auch nie Teleportation First. Ja. Und hat auch immer ein TP dabei. Ja, Teleportation First ist ja auch Quatsch. Die haben das am Anfang gemacht, um das Pull Camp oben zu blocken. Haben sich schon viel versprochen. Man kann halt, wenn man die Trains schön microt, kriegt man da mehr XP. Tatsächlich. Dann kannst du auch die Pullcamps mit den Trains blocken, genau. Ist auch einfacher und. Ja, nicht nur blocken, man kann sogar versuchen, mit dem einen zu blocken, mit dem anderen sogar die Wave zu pullen. Ja. Wo man dann auf eine Wave komplett verzichtet. Weil auf der Lane ist es tatsächlich so eine Sache. Ich könnte ganz gut sein, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich die Trains schicke, bei den Trains, die werden halt das Camp nicht blocken können. Also vielleicht zwei höchstens. Weil du hast einen Skyrath Mage, der mit dem Bolt halt die Creeps doch relativ schnell down bekommt. Die Trains leben halt nicht so lange und zur Not machst du halt einen Magic Missile, damit du das Creep Equilibrium bekommst. Dann kannst du das so tun. Oh, Top Lane, Skid Fish. Brewmaster. Sneaky. Und da kommt tatsächlich der Go. Okay. Aber jetzt ein Trap. Brewmaster kommt hier hin. Aber passiert erstmal irgendwo doch nichts. Schaff von. Kommt sein Ult hier gerade so raus. Ganz bitter hier. Und direkt der Tod auf Stormspirit und Slenderman. Tja. Das ist ein T1 in der Mitte. Das war sehr, sehr bitter, dass Spinner da nicht Level 6 war. Das hätten sie da wesentlich mehr hauen können, aber so war es halt greedy. Mal drei Rotations gesehen. Und er hatte gedacht, das reicht noch. Und sie kriegen dann irgendwie den Kill. Liv? Ja. Ja, aber die wird ja refreshed, was wir gelernt haben im ersten Spiel. Tatsächlich. Krass. Ja, ist schon Magic, oder? Und Klippenjungling. Aber gut, in der Situation gerade zu sich ist auch besser. Tja, 6-3. Suddenly, Dinge gehen hoch zu DHWB. Aber natürlich ist noch nichts drin. Orchid ist gut auf dem Weg, glaube ich, für Storm. Auf den Orchid wird wohl der Furin auch gehen, so wenn ich das richtig sehe. Ja. Sollte er auch, so also das Must-Item. Besonders auf gegen ihm. Storm Spirit. Und gegen Sky und gegen Venge. Und grundsätzlich gut Dinge. Auf diesem Helden einfach. Ein heftigen Right-Click noch dazu. Ich bin auch ein großer Fan davon auf dem. Aggressiver Ward von schönes Ding unten. You gotta be kidding me. Wenig Stream-Probleme. Immer noch down. Warum denn? Ist doch alles okay. Ich zweifle wieder an mir selbst. Nerv. Ja, zu. Warum ist es zu? Errorlock. Nichts. An, jetzt das nochmal an. Dire's bottom tower is under attack. Python wird nicht gespawnt, sehr schön.
Chrono auf der raus. Ich höre Bottom Lane. Chrono, aber. Was ist denn hier nicht? Wichtiger Pickoff für schönes Ding. Nehmen Sie den Easy Baron da. Pickoffen. Er wohl auf den Sage Yasha gehen wird, first. Diese kriegt jetzt da viel Raum unten. Ui, was? Oh, ich werd verrückt. Ich mach hier alles kaputt. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, scheiße. Ja, es läuft gerade absolut nicht gut. Ich komme nicht klar und im Stream irgendwie hat das hier alles gelöscht. Mach den noch aus. Bevor ich meinen kompletten Server lösche. So, nochmal gucken. So, war. Was gefunden. Nee. Dyer's bottom tower is under attack. Ja, genau, passend. Okay, dann muss ich es eben direkt machen. Na toll. Ja, was ist passiert? Zum einen, irgendwie habe ich falsches Verzeichnis gelöscht. Zum anderen hat jetzt irgendwie die Dateibenennung von ein auf andermal. Oh, ich habe nichts geupdatet, aber irgendwie nennt er die Stream-Dateien jetzt anders um und dann wird nichts mehr gefunden. Toll. Das macht halt keinen Sinn. Das ist wieder auch nicht meine Schuld, aber ich kann da nichts dran ändern. Nerv. Tja, heißt sehr spannendes Spiel. Schade, was? Heißt für den Stream? Ne, dass er jetzt wieder online ist, weil ich halt jetzt wieder direkt zu Twitch streame und halt nicht über meinen Server gehen kann. Weil seit, ja, das ist halt so, du streamst, alles ist okay und dann auf einmal gibt's ein Disconnect und Dinge sind anders. Dateien werden anders benannt. Das ist so, hä? Das ergibt halt keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Vorher heißen die Dateien immer Test-Stream. Und jetzt heißen sie minus Stream. Das ist so, hä? Warum? Ich habe nicht mehr das Ding neu gestartet. Einmal geht's aus. Das ist voll komisch. Das Problem, wenn man also alles selber macht. Und die Skripte selber schreibt. Nun gut. Das Game ist bestimmt spannend. Ich habe bisher noch nicht so viel davon mitbekommen. Ist ein relativ ruhiges Game. Relativ wenige Kills passiert. Das Ding muss im Prinzip aufpassen, dass sie den Furrier nicht zu fett werden lassen, aber das können sie im Moment auch nicht so wirklich verhindern. Meanwhile on the top lane. Ja. Ups, sie wird angegangen. Kommt der Clap, mal schauen, ob sie splitten wollen. Müssen sie, glaube ich, jetzt auf jeden Fall. Der Swap will nicht rauskommen, aber klar, sie haben noch Zeit. Denn Omni-Net ist sehr low hier. Und noch ein. Ja, einfach Quills, ja, jetzt Quills. Aber die Frage ist, ob sie dafür mehr bezahlen. Kriegen jetzt die zwei Spots. Oh, schöner Wirbel von Brewmaster hier. Schönes Micro raushängen lassen. Immer noch keine Rotations von SD. Keine Last Supports. Schlenderman wird deshalb wahrscheinlich auch down gehen. Obsidian hat unten den Ogre Magi nicht bekommen. Rotiert jetzt nach oben, um vielleicht einen Brewmaster da wieder zu bekommen, der leider seinen Blink verkackt hat und tatsächlich dann down geht. Ja. Hätte sich aufs Blinken fokussiert, wäre er vielleicht rausgekommen. Hat den TP gehabt. Ja, war alles ready. Ja. Auf der Bottom Lane sollte jetzt Prophet down gehen. Ja. Den kriegen sie. Easy Kills. Ja. Wichtige Kills auf. Von SD jetzt 6 zu 8. Quasi wieder ausgeglichen. Die Grafen. Oh cool. Sehr gut. Also der Stream wird jetzt wohl aus sein. Aus. Ja, ich streame jetzt direkt zu Twitch. Nach 2 Minuten für die Verzögerung.
sagt es, ja, Disconnect. Zack. Und jetzt wieder 2 Minuten lang Pause. Das ist halt genau das, warum ich das über meinen eigenen Server mache. Weil ich dann, weil es halt, OBS halt einfach nicht die 2 Minuten Delay verschluckt. Aber... Ja, dann beende den doch. So, okay. Hat er dann halt noch einmal nicht funktioniert. Doof. Ja, einmal ist gut, ne? Das passiert halt teilweise leider öfters. Und es ist hier jetzt gerade, ist halt, keine Ahnung, einer der Gründe, warum ich es über meinen Server mache, dass du halt nicht hast dieses, okay, du hast 2 Minuten Delay, das heißt, du startest den Broadcast 2 Minuten und speicherst halt die ersten 2 Minuten und fängst dann halt von vorne an, so ganz normal halt den Stream verzögern. Und wenn du von Twitch disconnectest, sagt er ja disconnected, okay, reconnected und fängt er wieder bei 0 an. Das heißt, die letzten 2 Minuten sind halt weg und 2 Minuten lang passiert nichts. Das heißt, du hast effektiv halt 4 Minuten lang nichts im Stream. Weil OBS verkackt. Das ja. Ist so. Danke. Dann gibt's noch andere Software? Ja, aber ich habe jetzt OBS. Und ich baue halt drumherum jetzt. Wenn ich halt einfach zu meinem Server stream und der macht das. Das Problem ist tatsächlich, dass ich da noch nicht so ganz viele Ausgaben habe. Ich muss nur noch Debug-Ausgaben reinfügen, damit ich halt auch wenigstens weiß, was passiert, wenn er einfach disconnected ist. Das habe ich ganz herausgefunden. Von daher ist jetzt irgendwo noch ein Bug, den ich leider nicht herausfinde, weil immer wenn es das passiert, bin ich im Stream und kann jetzt halt nicht irgendwie anfangen, irgendwo rumzucoden und Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das muss ich gleich unbedingt machen. Dadurch, dass die ESL jetzt halt nicht stattfindet, sind wir auch danach fertig. Das Problem ist, dass es Sonntag ist und wahrscheinlich jeder zocken will. Und wenn hier nach dem 6. 10er ist, dann ist es wahrscheinlich doch besser. Naja. Baron trifft von hinten auf SD. Komplett SD ist um ihn herum. Und das wird böse für Baron. Oh, wunderschöne Chrono. Oh, Nizzle. Mit einer super greedy Chrono. Die hätte deutlich in die Hose gehen können. Ja, sie haben einen Stun gehabt. Hat funktioniert. Und ich glaube, SD wird jetzt traden mit der Top, dem Top Tower. Aber traden ist gut. Kriegen gar kein Damage auf den Bottom Tower. Sollten wahrscheinlich nicht fighten, denn der HWB ist halt. Hat die Ultis ready. Und SD hat nicht. Prof macht viele Fehler. Naja, ein Trade. Besser als nichts. Forster für Scarlet Mage auch fertig. Auch spannend. Besonders auch gegen Furion. Forster ist da gar nicht so ein schlechtes Item. Besonders wenn du halt nichts anderes hast, um Vision zu geben. In die Trees rein. Kannst du ja durch Forsteffen. Aber so Revenge kann ich die Vision geben. Als auch Scarlet Mage mit seinem Ulti. Ist ein Stream aus, oder? Ja. Na, jetzt kann ich es wieder tatsächlich sein. Ja, jetzt. Also du hast einfach laufen jetzt, oder wie? Ich habe jetzt einfach laufen, ja, und manchmal disconnected ist, weil Dinge. Es gibt halt keinen Grund, warum es disconnected ist. Mach aber den doch einfach aus. Nö, wieso? Jetzt geht's doch. Was gibt das für einen Sinn, wenn du streamst und jemand guckt zu? Naja. Auf jeden Fall, Troll, der Farm von Baron ist wieder over the roof. Aber es sieht halt aus wie letztes Game. Die Frage wird wahrscheinlich auf die Teamfights dann wieder hinauslaufen. Wobei natürlich jetzt mit der Chrono vielleicht SD die besten Teamfights hat. Kommt auf den Panda-Split an und generell auf den Damage hier. Ja, der Go nicht erfolgreich. Und der WB farmen weiter. Schöner Ward von Spinard gesetzt auf der Bottom-Rune, der direkt dewardet wird, weil da noch der Sinfi steht. Bisschen schade, aber jetzt erstmal Standoff in der Mitte. Eventuell auch ein Engage auf Skate Fish, aber sie haben halt nicht wirklich Lockdown, bis auf den Ogre und den sieht man natürlich schon von einer Meile her kommen. Und jetzt zu deffen, sind sie nicht ganz sicher. Schafron steht in den Wurz und lässt sich von diesem Creepo schießen. Naja, die Vision ist ganz klar. Auch Lust. Ja gut, okay, hier haben wir jetzt auch ein Sentry Ward von schönes Ding im Top River, der auch den Observer Ward sieht, aber beide Teams sehen sich halt hier nicht. Bottom ist zwar schon dewarded, aber hier oben haben wir noch, naja, 33 Sekunden für den Ward, der wahrscheinlich dann timeouten wird, ohne dass jemand es sieht. Tja, weiß ich nicht. Aber gut, der Ward
weiß nicht, 3 Minuten, wurde recht gleichzeitig gesetzt mit dem Observer Awards tatsächlich. Na, weiß ich nicht ganz, wie sie den nicht awarden konnten. Nicht so ganz sicher. Na gut. Profit hat relativ wenig. Profit hat wenig, ja. Hat ein Orchid, das reicht. Und Faceboots wahrscheinlich gleich. Sollte sich vielleicht mal kaufen. Weil Boots sind gut. Mjolnir fertig für Ron Nizzle. Der ist auch schon ganz gut dabei. 25 Minuten auf jeden Fall. Smoking jetzt erstmal von SD. Mal schauen, wo sie hinwollen. Es sieht nach der Bottom Lane aus, wo Troll Warlord ganz gut farmt. Aber nein. Roshan, nein. Das Geldfisch geht nur kurz rein. Und dann schauen wir, was sie finden. Allerdings, wenn sie hier aufgedeckt werden. Oh, finden jetzt einen Kurier. Das könnte groß sein. Finden jetzt hier einen Kurier, da einen Kurier. Aber sehen jetzt auch, dass der Kurier zu jemandem fliegt. Und zwar zu dem da. Und dann noch warten sie jetzt hier genug. Ja, der Kurier fliegt gut. Allerdings. Oh. Komm nicht ran. Schön gemacht. Dass sie den ein bisschen weiter zurückfliegen lassen haben und finden hier gar nichts. Der war's. Kurier komplett abgelenkt. Immerhin kriegen sie noch den Kill. Blink, es ist, na gut, für Nature's Prophet. Aber das Geldfisch kriegt hier den Kurier. Wichtiger Kill dafür, dass sie natürlich den kompletten Smoking 5 Leute nach unten rotiert haben und halt wirklich nichts gefunden haben. Haben es halt gerochen. Ja, der Wards hat halt den Troll gewarnt vor der Rotation. Mhm. Ronizzle ist jetzt auch nicht ganz sicher, was hat er hier? Der Ronizzle und Ronizzle war gar nicht beteiligt an dem. Okay. Naja, war halt irgendwie gerade komisch, Omni Knight stand halt Invis neben ihm und er hat es irgendwie gerochen, keine Ahnung. Okay. Das sah irgendwie komisch aus, also entweder wollte er halt nur ganz schnell hier irgendwo hin, damit sie den nächsten Smoking machen oder eigentlich keine Möglichkeit ihn zu sehen. Das ist komisch. Beam Delay ist auf jeden Fall 2 Minuten, von daher war ich es auch nicht. Keine Ahnung. Müssen wir ihn nach dem Spiel mal fragen, was da los war. Warum auf einmal da hergejumpt ist. Oder vielleicht hat er Invis gehört? Nee. Haben auch eigentlich ganz. Der Omni war neben ihm. Der Omni war Invis neben ihm. Was ist mit dieser Degen-Aura? Kann man die sehen? Stimmt. Degen-Aura. Ja, danke, danke. Klar, oh, Degen-Aura gesehen, direkt weggejumpt. Ronny hat aufgepasst. Holy shit. Sehr gut. So. Telefon, bis gleich. Gut. Ja, wie gesagt, nicht meins. Ja, SD wird hier gesehen. Mal schauen mal, was sie machen können. Ansonsten Farm auf der Mittellane. Das ist Omni Knight. Omni Knight hat Mana Boots und 1800 Gold. Vielleicht um Blinkling am Sparen. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht um der Krone auszuwäschen und zu blinken. Ganz gute Sache. Aber halt auch der Blink vom Nature's Prophet ist hier sehr wichtig. Ansonsten Networth Grafen 2000 in Favor of SD und 5000 XP in Favor of SD tatsächlich. 6 zu 9, sehr wenig passiert in diesem Game bisher. Fast alle Kills wahrscheinlich auch mit Chrono passiert. Was natürlich ganz praktisch ist, denn ja, ich habe auch nicht so viel vom Game mitbekommen. SD gammelt immer noch so ein bisschen in der Mitte rum. Ist sich halt vielleicht ein bisschen unsicher, was sie tun sollen. Haben auf jeden Fall keinen Roshan, sehen sie hier. Könnten jetzt in Roshan vielleicht reingehen, aber wer? Haben halt auch keins. Smoke aber erstmal von SD. Kommt hier rein tatsächlich. Chrono, oh, geht das Spiel noch raus. Aber ist egal. Skeffig weit vorbei und weg direkt georkidet. Muss jetzt hier unbedingt geswappt werden. Wo ist Slenderman? Seriously, ist keine. Oh, das ist bitter, dass Skeffig da nicht miteinander redet und kommt hier tatsächlich weg. Holy Crap, kann hochbotteln. Bob Seasy ist jetzt hier drin. Auf der anderen Seite in der Mitte haben wir Slenderman, der hier downgebracht wird. Wir haben Bob Seasy, der mit dem Prophet den Go macht. Das ist tatsächlich ein Blinklinger auf Omni Knight. Aber, tja, 1 zu 3. Kein guter Engage. Besonders halt auch ohne den Swap war das halt nichts. Und kein Bash von Easy Baron. Knappe Sachen. Aber ja, die Chrono war nicht so ganz erfolgreich. Sie haben nicht mehr den Omni Knight bekommen. Was mich super überrascht, weil sie hätten, na gut, sie hätten halt kein Damage. Dann kam der Guardian Angel. Auch wahr. Nature's Prophet haben hier den Storm Spirit gefunden, der tatsächlich an den Creeps vorbeigegangen ist und halt auch kein TP hatte. Und deshalb nicht wegkam. Das ist halt auch bitter, TP hat ihn da getötet. Kein Buyback, beziehungsweise ja, ein bisschen früh für Buyback. Und, ja, aber kein Hagrid Push. Holen hier sich jetzt die Mitte und die Bottom Tower. Was natürlich ein bisschen bitter ist.
Welcome back. Tja. Keine Absprache von SD und Slenderman hat leider nicht so ganz mitgespielt hier. Kommt natürlich irgendwann noch die Zeit, wo der Furion wirklich Angst macht. Kann man keinen, selbst in Easy Team Wipe, ein guter Teamfight von Schönes Ding, kann dann heißen, dass ein Furion auf der anderen Seite vielleicht nur ein T2 nimmt, auf der Toplane. Solche Sachen. Mal gespannt, wie das hier, wie er das noch weiterspielt. Eigentlich Geld schon für das nächste Item. Ist die Frage, was er jetzt geht. Ja, stimmt. Sollte vielleicht mal Boots holen. Wird er wahrscheinlich erst skippen. Der Baron braucht eine Minute. Und wir können mal durch die Items gehen. Ich meine, wir haben den Troll, der... Ja, BKB Station Yasha ist halt ganz gut. Blue Master hat seine Core-Items. Prophet halt auch. Omni-Knight mit dem Blink-Dagger und Ogre Magi mit dem Force-Staff. Von daher, wenn die Krone kommt, sind sie halt alle ziemlich schnell weg. Auf SD-Seite natürlich... Faces Void, die Item Stars, Skyrath Mage ist halt auch okay. Venture Spirit mit der Medaillen, auch ganz wunderbar. Bristleback ist auf dem Weg zum AC, wird ihn jetzt nicht auch bald haben, was halt auch ein großer Pickoff ist. Und ja, Storm Spirit, der auf dem Weg zum Hex ist. Allem voran, beide Teams haben eigentlich die Möglichkeit, also haben jetzt halt ihre Items fertig. Und es kommt dort auf die Execution an. Ich weiß nicht, was ich von dem Blinkdagger auf dem Omni Knight halten soll. Ist halt, weil das ist jetzt keiner, der groß initiated. Ich glaube, bei ihm hätte vielleicht der Forstaff einen Ticken mehr gebracht. Forstaff bringt halt nicht wirklich, um aus der Krone rauszukommen. Also wenn er halt, also prinzipiell ist tatsächlich das Einzige, wie sie den Fight verlieren können, ist, wenn Omni nicht in der Krone steht. Mit dem Blinkdagger kann er halt eigentlich nicht in der Krone stehen. Nee, nur ich, mit dem Forstaff könnte er sogar noch einen Teammate saven. Wie? Außen. Ja, aber wie? Activate, klick. Nee. Dann kannst du mit dem Forstaff, dass ich mit diesem Spiel halt niemanden retten. Weil sowohl aus dem Storm Vortex kannst du nicht rausziehen, sowohl aus der Krone kannst du nicht rausziehen. Ist halt so, hm. Und gegen Bristleback, die läuft ja halt noch weiter. Kann ich ja jetzt dann von der Windschutzminute halt kaputt machen irgendwie. Weiß halt nicht, was der Blink da. Naja, er blinkt halt aus der Krone raus oder halt nah genug dran, um halt denjenigen in der Krone zu repellen. Aus der Krone raus kann er nicht blinken. Naja, Void kommt halt angesprungen und jetzt bist du halt aus der Krone raus. Du kannst halt niemanden mit einem Blinkdagger mit Time Walk Kronon. Das geht halt nicht. Das ist halt der Punkt. Das ist halt ein Konter gegen die Krone. Time Walk. Macht keinen Damage, ne, okay. Ja, ja. Achso, das haben die ja auch geändert, ne? Dass der. Nee, der hat nie mehr Damage. Dass man nur noch bei Damage den Blink, der wird disabled. Ja, aber das hat in dem Fall nichts zu tun. Also, es ist gut für die Reflection. Ja, der Blink, der sonst bringt ihm halt nichts. Also, naja, er kann nicht in der Krone stehen. Ich sehen, dass das ihm was da groß bringt. Das wirst du, glaube ich, beim nächsten Event sehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin schon mal gespannt, worauf jetzt... Ah, Nature's Prophet geht auch auf den Hex. Ja, ist halt gut, ganz gut am Weg, okay, aber ja. Storm Spirit auch. Oh ne, Storm Spirit geht auf den Link jetzt tatsächlich. Wenn er nicht georkettet wird, aber jetzt wird er gehext und georkettet. Ja, wilde Pinks sind sich nicht sicher, ob da jetzt ein Ward ist oder nicht. Sehr viel Respekt voneinander, ne? Mhm. Oder meinst du das nur? Nö, es ist so. Die nächsten großen Items rauskommen, dauert es auch noch ein, zwei Minuten. Ja, die Items sind jetzt alle da. Die Frage ist, wie das mit den Initiate aussieht. Wird schwierig. Für beide Teams halt irgendwie reinzukommen. Wenn Wobbsisi farmt, Ronizel wird irgendwie auch farmen, darf wird er auch farmen. Midas auf Cooldown wird er gleich hinspringen. Und naja, halt bei DHWP sieht das auch so aus, könnten jetzt hier vielleicht smoken, sind sehr nah aneinander. Kurier kommt, das sieht am Smoke aus. Ja, das wird ein Smoke. Ups. Nein, ein Skadi kommt nur rausgeflogen, okay. Nur ein Skadi. Nur ein Skadi für Troll. Kein Buyback für Troll. Klink. Ja, wir haben noch der 1. Jetzt kommt der Smoke. Jetzt kommt der Smoke und sie gehen High Ground. Werden hier, ob sie sie finden. Das ist vielleicht nicht der Herd, den sie finden wollen. Ah, ist nicht ganz von vorne. Jetzt von vorne. Und tatsächlich kommt der Swap jetzt. Ja, der Swap kommt jetzt raus. Aber Ronizel hat ein TP. Benutzt es nicht. Großer Fehler. Zwei verloren. Ja, Ogre Magi kriegt dann noch die Quills ab, aber passiert nichts. Ronizel ist immer noch nicht zurück-TP'd. Und Baron tötet halt einfach das komplette Team. Okay. Dann spielt eben Ronizel sein eigenes Game.
Aber vielleicht kann er mit C2 für Rex Tower bekommen, aber das will ich nicht für eine Set of Rex. Genau, da TP wieder zurück. Ja. Eine Minute zu spät. Ja, richtige Entscheidung, eine Minute zu spät, genau. Richtige Entscheidung, eine Minute zu spät. Die Rex sollten verloren sein. Ich weiß nicht, was sie da noch tun können. Sehr langer Sip hier auf nicht das Prophet. Und er kriegt tatsächlich hier Chrono immerhin auf Baron. Aber Guardian Angel ist nicht getroffen. Oh. Okay. Und haben es gedefendet. Slenderman geht hier natürlich auch down. Baron mit einer BKB ist zu strong. Aber ich glaube nicht, dass Ronnie hier wegkommen wird. Kommt der Clap. Kommt der down. Buyback auf dem Faceless Void. Aber auch ohne Chrono wird es schwierig sein. Call Warlord steht da. Stance is crowned. Und da kann ich nichts rein. Nach der Set of Rex werden sie dann wahrscheinlich auch wieder rausgehen. Ja. Die können sie aber jetzt noch beenden. Ja, und jetzt gehen sie raus. Sollten sie zumindest. Ja, sie gehen raus. Kommt da, ne. Ja, Renesu wird wahrscheinlich noch einen Troll bekommen. Aber will nicht overextenden. Waren zwar halt keiner da, aber das kann er natürlich nie wissen. Tja, SD, großer Blow. Hauptsächlich halt, naja, sie haben halt, ups, diese hier bekommen. Mit dem Pick-Off. Und es kam halt leider keine Reaction von SD. Ich weiß nicht, ob die Reaction gereicht hätte. Sie hätten aber auf jeden Fall gereicht, um halt eine Krone auf einige zu bekommen und halt zu re-engagen. Ob sie sie retten, ist halt die eine Sache. Hier hätte vielleicht funktioniert. Wobei, nein, es hätte auf jeden Fall funktioniert, weil der Swap sowieso rauskam. Von daher, die Riesenfehler von SD hat einfach nichts zu tun. Das hat wahrscheinlich entweder derjenige, der die Calls macht, oder halt Ronizel selbst auf der Kappe. Aber naja, das kommt schon wieder zu viel Flame. Ja, keine Ahnung. Also SD hat nicht reagiert, das war der Punkt. Ja, das war schon ganz klar ein Fehler, ist klar. Kann man ruhig so deutlich sagen. Nature's Prophet ist oben in dem Engagement auch irgendwie gestorben, habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Ja. Ansonsten dürfte er jetzt auch in ein paar Sekunden seinen Hex fertig haben und dann ist er auch immer bei den Teamfights immer dabei. War doch, also der Counter-Engage tatsächlich auf die Rex war ziemlich schön gemacht von SD. Du hattest halt hier die Rex und du hast einen riesigen Zip von Scared Fish nach hinten, um den Prophet solo zu holen und dann halt hier die Chrono, um die Leute in Place zu halten. Also richtig schön gemacht. Das Problem war halt, dass die Chrono halt selber nichts gebracht hat. Sie hatten halt kein Damage mehr, weil halt alle tot waren. Gut, der Guardian Angel hat auch da wieder seine Power gezeigt. Hm. Level ich hatte eigentlich auf den Troll geguckt und hatte keinen Guardian Angel Buff. Aber vielleicht wurde es nicht angezeigt mit der Krone oder sowas. Daher bin ich mir gar nicht sicher, ob das halt wirklich... Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall kam es mir halt so vor, als ob sie nicht drauf hatten. Tja, Demon Edge, also Daedalus wahrscheinlich demnächst für Void. Oder natürlich Rapier. Kann natürlich auch sein. Die sind weit zu hinten, haben eine Lane hinten. Kann natürlich sein, dass sie halt in der Krone Leute töten können. Aber, naja gut, so viel Disable ist halt nicht da. Das Problem ist halt, mit dem Rapier ist halt immer noch Guardian Angel. Genau, Rapier macht daher wäre ich eher auf den Diffo gegangen hier. Im Diffo können sie halt, in der Krone kommt direkt das Repel drauf, wird direkt gediffut und dann kannst du halt auch direkt mit der Mystic Flayer daher schießen. Das ist halt wirklich... Core-Item gegen Omni-Knight. Oh naja, Smoke von DHWB. Mal schauen, ob sie wieder einen finden und den Pick-Off machen können und Rex holen können. Wenn ja, ist es hier Game. Aber dafür müssen sie erstmal einen finden. Repel of Troll, der aggressiv fortgeht, sieht jetzt hier Leute, sieht sowieso Leute. Go kommt da, Exe daneben, aber Slenderman ist halt direkt mit seinem Leben. Von hinten allerdings, der Fisch kommt dran, findet hier den Ogre-Major, aber muss halt auch weggehen, hat keinen Mana mehr. Hat noch einen Soul-Ring, um halt auch weiter zu sippen. Aber der Tower ist down. Immerhin ist Bruce Split draußen. Von daher können sie vielleicht den nächsten Tower dürfen. Besonders mit der Krone sollten sie das tun. Was halt dazu führt, dass die HWB nicht pushen werden. Obwohl der Nature's Prophet mit Hex jetzt online ist und bereit steht. Macht jetzt aber auch lieber Roshan alleine. Ja, ist auch sinnvoll. Also können sie nicht pushen. Bruce Split ist raus und Krone ist da. Wissen sie auch selber. Interessant, Roshan nach seinem Spell zu silenzen. Das war nix. Also so schön exekuten wie den Magnus im Hinspiel, sag ich jetzt mal. Tut er nicht, aber gut. Drei schnelles Prophet, der nervt immer total. Ja, seine Aufgabe ist halt hauptsächlich einen Storm auszuhalten. Und dann halt Damage reinzuhauen. Und Split pushen die Lanes rausgeholt haben und sowas. Natürlich. Er sollte auf jeden Fall immer versuchen, Buyback zu haben. Ja, Nature's Problem mit Buyback ist halt schon stark. Direkt wieder rein, 6 gegen 5. Satanic jetzt hier für Troll, okay.
Tja, der Troll ist fett. Luxusprobleme. Ja. Hat jetzt eine Aegis. Wir werden sie nicht mehr so einfach zusammenbekommen. 3300 Leben mit Satanic, ne? Und eine Aegis BKB. Und Buyback. Langes BKW sogar noch. Ja. Tja, so können sie halt in einer Krone Raum bekommen, aber in einer anderen Krone wird es ja nicht mehr möglich sein. Es ist schwierig, weil sie können halt wirklich nichts gegen tun. Was der Einzige, was tatsächlich, was sie hoffen können, ist, dass er halt BKB anmacht und dann kriegt er die Krone. Und dann ist das erste Leben weg, dann kommt das zweite Leben ohne Krone wieder. Dann könnten sie vielleicht mit Magic Damage was tun. Also es ist halt auch, es ist halt davon abhängig, ob er jetzt halt richtig viele Fehler macht. Das sah bisher im letzten Game und in diesem Game nicht so aus. Mage spawnt immer noch keine Boots. Etwas unnötig aktuell. Keine Boots, okay. Ja gut, hat einen Blinkdagger, ne? Hä, wie keine Boots? Achso, Nature's Prophet, achso. Ich dachte, also Brown wird's halt. Naja, weiß nicht. Ist halt auf Beauties, ist halt cool auf Prophet, aber halt nicht so core, dass du es halt quasi nicht skippst, dass du es skippen kannst. Weiß nicht. Was meinst du, dass Prophet sowieso nie zu wenig Gold, um dir Beauties zu kaufen, wenn es denn da nötig ist? Ja. Troll steht halt mit dem Repel da. Wir können es relativ wenig machen. Ja. Kommt halt einfach rein. Wir müssen auch die Mitte defenden noch nebenbei, da gehen wir jetzt Prophet rein. Da, Chrono kommt zum Glück nicht raus, das wäre knapp daneben gewesen, Baron liegt halt immer noch. Voller Leben, Satanic benutzt. Und Wobbzizi geht einfach von hinten down. Oh, Chrono gerade so rettet. Wobbzizi wird aber leider in die Chrono reingeswappt. Und kommt, geht hier down, okay. Und Baron kriegt nicht das erste Leben down. Das sieht nach dem Game aus. Auf der unteren Seite haben wir tatsächlich Skatfish, der hier noch einen Return Kill auf den Mages Prophet bekommt. Triple Kill. Und auf den Ogre. Triple Kill für Skatfish. Die kann ja die ganzen Supports holen, aber die Mission Kills auf den Baron kriegen sie einfach nicht down. Kriegen vielleicht einmal down, aber hier ist Satanic. Ah, jetzt muss er genau umdrehen, wo er Satanic benutzt hat. Vielleicht ist es eine Chance, hier reinzugehen. Ich frage mich, warum der Nature's Prophet nicht gebuyweckt hat, um dann die Set of Rex unten zu nehmen, der dann oben gefightet wird. Das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Baron ist jetzt hier, hat nicht mehr viel, aber hat anscheinend noch genug. Aber ich glaube, er hat overextended. Es gibt nicht aber kein Mana mehr, das ist bitter. Jetzt er hat die, halt das Satanic eben falsch gebrockt. Ja, das stimmt. Aber sie kommt tatsächlich nicht hinterher, das ist bitter. Ah, daneben. Schade. Das ist daneben. Mana Boots, vielleicht möglich für Skatfish da hinterher zu kommen, aber es ist halt einfach viel zu schnell. Er hat Max Movement Speed und kann halt einfach mit dem Orb wegrennen. Nice, Runde auf Bottom. Und der Omni halt steht bereit. BKB? Da war die Kommunikation nicht da. Ich weiß nicht, was er drücken wollte. Ich glaube, er wollte seine Facebook drücken und hat BKB benutzt. Okay. Das kann sein. Okay. Naja. Aber irrelevant. Haben tatsächlich keinerlei Rex rausbekommen, haben einfach nur weit gedived, haben Millionen Buybacks rausgezogen und haben SD vollkommen zerstört, aber haben halt keine Rex geholt. Ja, trotzdem. Nicht, ich weiß nicht, warum er jetzt die Boots of Travel so toll findet und das TP trotzdem behält. Aber gut. Value. Das ist Value TP. So. Ja, klar, ist doch die Aussage immer. Wenn irgendjemand was ein Item kauft, das ist halt immer die Frage, ist das halt jetzt Value-Item? Oder will er noch was bauen? Niemand, der Boots, Bots hat, ein TP gekauft, kann man vom Fehler ja, er hat kein sprechen. TP gekauft, der hat das nee, schon klar. Ich hätte die Bots auch nicht für notwendig erachtet. Oh, es geht. Oh, okay, ja, so, ist Spinner auch so. Wir sind halt relativ teuer, das kann ich jetzt anders investieren. L.I.P. Hallo. Ach komm, Mysterion. Ich habe gesagt R.I.P. Hört nicht auf dich. Ja, warum tut ihr das nicht? Frech. Easy Kills. Ich glaube, der weiß nicht, wer du bist. Hallo? Hallo? Sister Son hat gesagt, du sollst ihn töten. Jetzt töte ihn doch einfach. Kommt der Crit auf den Troll raus. Schön. Ja. Das ist ziemlich alles, was man haben will. Kriegen absolut nichts mehr down. Das ist halt, ja, Daedalus ist es noch nicht ganz. Da fehlen noch 200 Gold für. Er will sich auch den Buyback behalten. Darf er ja, Buybacken? Ist auch sinnvoll. Ja, darf er. Nein, er darf nicht. Nicht schlimm genug. Dann steht jetzt hier einfach, kann er nichts tun. Kling, kling, kling. Jetzt ist Prophet immer noch auf derselben Lane, komischerweise. Ja. Könnt ihr die Top-Lane reinpushen? Ja, sie wollen halt jetzt irgendwie stark machen, halt kein Split-Push, sondern irgendwie wollen halt pushen. Von mir aus. Ah, Chrono auf 2 immerhin. Haben den Omni-Knight wieder drin, cool. Aber kein Damage. Aber der Ogre ist jetzt drin.
Baron holt halt 4 auf einmal, dadurch ist Ronizel alleine hinten drin, kann halt nichts tun. Baron hat zwar nicht gestunt, hat zwar keine Magic Immunity, wird trotzdem nicht gestunt. Ah, der Value Kill auf Omni Knight. Und skeptisch. Die wahrscheinlich wegkommen. Nicht. Nicht. Nein. Und ich hatte so nichts zu dir, nein. GG, well played. Schön gemacht von DHWB. Jetzt schafft es. Hm? Ich hoffe, schafft es jetzt da oben. Ja, schon zu sterben. Das hätte viel, viel früher machen müssen. Zu erkennen, dass er einfach auf eine andere Lane gehört als sein Team. Okay. Aber das ist auch hin und her rumgespielt. Ja, ja, klar. Tja, Jungle Ludwig Season 5 Division 5.2. Das war SD gegen, das heißt, wie bitte? Die hier SD doch überzeugend gewiped haben. Teilweise, naja, hauptsächlich wegen dem Carry-Play, was halt einfach, also, keine Ahnung, es war halt ein Carry, ja, richtig, richtig, richtig gut gespielt. Das habe ich vielleicht bei SD ein bisschen vermisst, keine Ahnung. Es war halt nie so klar, Farmmöglichkeit da und DHWB konnten halt mit dem Carry halt wirklich machen, was sie wollten. SD haben es nicht so ganz geschafft, den Space zu createn. Also im ersten Game, keine Ahnung, weiß ich nicht, es hatte Ronizel wenig Farm. Im zweiten Game haben sie es doch eher geschafft, auf dem Void das zu machen und Ronizel hat halt rausgeholt, was sie hatten, aber sie hatten halt, er hatte halt nie so viel Space wie der Troll. Und das war halt ein großes Problem. Außerdem halt Omni Knight gegen Void. Böse Sache. Schwierig. Und auch gegen Storm Spirit. In Omni Knight konnte Storm Spirit halt kaum was machen. Der Omni Knight hat sie in beiden Spielen so ein bisschen zerstört. Ja. Ja, war ein guter Pick. Und konnten sie nicht ganz viel am Anfang, hatten halt auch im Draft halt nichts irgendwie in Richtung Diffusal Blade oder so dagegen gemacht. Irgendwie Purge oder so. Shadow Demon Mirana hätten sie hier spielen können. Ein Purge plus Diffusal Blade. Weiß ich nicht. Wäre halt andere Dinge möglich gewesen. Omni Knight an sich zerstört Lineups. Aber tatsächlich ist er einfach konterbar. Und wenn du einen Konter hast, ist er halt komplett raus im Spiel. Deshalb wäre das vielleicht hier der bessere Weg gegangen. Naja, müssen sich das dir überlegen. Auf jeden Fall ein schönes Lineup von DHWB. Das war's für heute in Sachen Casten. Morgen geht's wahrscheinlich recht früh schon weiter, um 11 Uhr. Die AC, die Asian Championships. Ich bin, naja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt genau kommt. Aber auf jeden Fall irgendein Match morgen früh auf Saphira TV. MC Dragon Battle ist gerade, okay, cool. Ja, DAC, wahrscheinlich Secret gegen EG werde ich wahrscheinlich casten. Und ja, das scheint aber auch die einzigen Spiele zu sein. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das beste Spiel, DAC ja. Aktuell. Ja, schon. Cool. Ja, das wird cool. Also in, ja. Ach nee, Quatsch, werde ich gar nicht casten. Das ist in 11 Stunden. Das ist um 7 Uhr morgens. Am Arsch. Ja. Irgendwas späteres, keine Ahnung. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt der Saison Dota, demnächst auf Saphira TV zu finden. Aber ansonsten auf Twitter einfach followen und dann kriegt ihr die Nachrichten. Ansonsten gucke ich auch mal hier, wie ich die Twitter-Seite ein bisschen weiterleiten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss, Felix. Tschüss.